Feuerwehr Wiesbaden wurde um ca. 20.15 Uhr zu einem gemeldeten Feuer hier in die Erich-Ollenhauer Straße gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine große Rauchsäule über der Einsatzstelle sichtbar und dementsprechend konnte der Brand auch dann direkt bestätigt werden. Und als wir dann vor Ort eingetroffen sind, ist direkt mit den ersten Maßnahmen begonnen worden. Zunächst galt es zu gucken, ob Personen noch in den Gebäuden sind. War aber nicht mehr der Fall, wir waren alle schon draußen, beziehungsweise durch Anwohner gerettet worden. Und somit konnten wir uns auf die Ausbreitung des Brandes begrenzen, beschränken, so dass das Feuer nicht über das Dach weiter in die Nachbargebäude ging. Bei unserem Eintreffen stand eine große schwarze Rauchsäule über der Einsatzstelle. Der Qualm verteilte sich auf die Hunde in der Straße und auf der Rückseite war das Dach bereits durchgebrannt. Bei dem Einsatzobjekt handelt es sich um ein Reihenhausgebäude aus vier Gebäudeteilen bestehend, wovon das zweite an der Seite gebrannt hat. Und im Dachbereich ist das Feuer gerade so über die Dachgrenze drüber hinweggelaufen, über die Holzeindeckung. Der Brand selbst beschränkte sich auf das Dachgeschoss, auch teilweise noch auf die Nachbargebäude, aber die unteren Wohnungen sind vom Brand selbst nicht betroffen. Etwas Löschwasser ist durch die Decke durchgetreten, durch die Holzdecken. Und Brandrauch hat sich auch im Gebäude verteilt, sodass die Gebäude zunächst erstmal nicht bewohnbar sind. Das muss man morgen dann bei Tageslicht nochmal in Augenschein nehmen. Wir hatten die Einsatzstelle in zwei Bereiche gegliedert. Den einen Bereich hat die Feuerwache 1 mit RF Dotzheim übernommen. Das war das eigentliche Brandobjekt. Und die Feuerwache 2 gemeinsam mit der nachalarmierten RF Schierstein hat dann das linke Gebäude übernommen und die Rückseite, sodass da gezielt die Brandbekämpfung stattfinden konnte. Die Brandbekämpfung selbst ist mit bis zu 5 C-Rohren, davon ein C-Rohr über die Drehleiter durchgeführt worden. Zur Brandentstehung kann man bisher noch nichts sagen. Das Dachgeschoss ist in dem Bereich komplett ausgebrannt, stand auch bei unserem Eintreffen schon Vollbrand, sodass da momentan auf den ersten Blick keine Ursache feststellbar ist. Das muss sich die Kripo dann nochmal näher anschauen und dann eine Ursache feststellen. Eine Person aus dem Eckhaus ist durch Nachbarn schon ins Freie gebracht worden. Die kam auch zur Beobachtung ins Krankenhaus, ist aber nicht direkt durch das Brandgeschehen beeinträchtigt gewesen. Aufgrund der Brandzehrung ist es jetzt schlecht feststellbar, aber vermutlich war das auch noch ein Aufenthaltsraum des Gebäudes. Da ist oben drüber noch ein Spitzboden, sodass das vermutlich unten drunter noch Wohnraum war. Erich-Ollenhauer Straße war in dem Bereich großflächig gesperrt während der Löscharbeiten. Bis momentan auch, im momentanen Zeitpunkt. Das Problem einerseits in dem Fall war, dass das Feuer eben auf die Nachbarhäuser überzugreifen wurde durch die direkte aneinandergebaute Dachkonstruktion. Und das Herankommen an das Dachgeschoss ist eben ebenfalls etwas schwieriger, da sich nur über Drehleiter oder im Außenangriff zunächst genähert werden konnte. Der Innenangriff war noch riskant aufgrund der Brandausbreitung und herabstürzende Teile im Dachbereich, die auch im Innenraum eben noch gut gefallen.
sehr spät. Ich nehme gerade den Flock mal kurz mal zurück. Was ist das? Ja, ich kann mal rein. Mit Läge. Die Bundesbeklauer am Flachschlag.